Ja, Trainingslager, Tag 2 hier in Sidin in der Türkei. Bei uns steht unser Co-Trainer Andreas Schumacher. Andi, jetzt zweite Einheit des Tages heute. Was stand denn so an? Nimm uns mal ein bisschen mit. Heute, einen Tag vor unserem ersten Testspiel morgen, haben wir den Fokus voll auf Standards gelegt in der kleinen Gruppe und dann auch im Mannschaftsverbund, wie wir da stabiler Standards verteidigen und wie wir schlauer und intelligenter offensive Standards ausführen. Das ist jetzt der Beginn von 10 intensiven Tagen hier im Trainingslager, in der Rückrunde, Vorbereitung auf die Rückrunde der zweiten Bundesliga. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie sieht denn der Alltag so aus und was sind auch speziell deine Aufgaben hier? Ja, wir sind ja erst im zweiten Tag hier. Das Spezielle ist sicher, dass wir eine sehr kurze Vorbereitung haben, mit nur gut 3 Wochen, bis dann der erste Test ansteht. Der Ablauf ist Essen, Schlafen, Trainieren, so ist es kurz gefasst. Und aktuell sind die Jungs noch frisch und fit. Wir freuen uns natürlich über die tollen Bedingungen hier. Sowohl die Plätze als auch das Hotel machen einen guten Eindruck. Und ja, gilt alles auf den Saisonstart, den Fokus zu legen und in jeder Phase des Spiels besser zu werden. Nochmal ganz kurz zu dir. Du bist jetzt ein gutes halbes Jahr bei uns. Du kamst im Sommer neu zum Team. Wie hast du denn das halbe Jahr so erlebt? Wie hast du den Verein in der Zeit wahrgenommen? Ich schaue lieber nach vorne als nach hinten, aber kurz gesagt ist, wir sind gut angekommen. Ich selber hier, wir auch als Familie, meiner Frau, meinen 2 Kids. Magdeburg gefällt uns gut. Wir hatten natürlich absolutes Hoch mit dem Spiel gegen Hertha. Leider zum Abschluss die beiden Spiele gegen Düsseldorf waren natürlich schöne Downer. Aber wenn wir den Blick nach vorne richten und die Entwicklung sehen, ist mein Aufgabengebiet, die Standards offensiv weiterzuentwickeln und auch die Arbeit mit den Stürmern, dass wir auch als Team, nicht nur mit den Stürmern, dass wir als Team in noch bessere Räume kommen, um bessere Chancen zu kreieren. Und da schaue ich lieber nach vorne und freue mich brutal auf die Rückrunde, weil genau dort wird am Ende die Saison entschieden, wird entschieden, wo wir landen, wird entschieden, wohin die Reise geht, wird entschieden, welche Schritte wir machen können. Und anstatt von den 8 Niederlagen haben wir 7 mit einem Tor verloren. Da sieht man, wie eng wir das gestalten konnten in der Vorrunde. Aber da wollen wir natürlich deutlich mehr Spiele auf unsere Seite kippen lassen und mehr Punkte holen als in der Vorrunde. Alles klar, Andi. Vielen Dank für deine Zeit und ein erfolgreiches Trainingslager. Danke.